Hallo und willkommen. Nach einer kleinen Pause geht es weiter mit dem nächsten Let's Play mit Stellaris, das heute am 9.05.2016 erschienen ist. Von Paradox. Das Ganze ist ein 4X-Strategiespiel, was später zu einem Grand Strategy-Spiel sich entwickeln soll. Das, also im Spielverlauf quasi, fängt als 4X mehr oder weniger an und wird dann zu einem Paradox-üblichen Grand Strategy-Spiel. Werden wir mal schauen, wie gut das funktioniert. Ich hatte auch schon in Reviews gesehen, dass die alle meinten, das ist alle, bei den zwei, die ich gesehen habe, haben sie gemeint, der Anfang ist zwar toll, aber zum Ende hin wird es nicht so super. Ich habe mir aber auch nicht näher angeguckt. Ich habe mir aber im Vorhinein schon ein paar Videos angeguckt, um mich ein bisschen mit dem Spiel vertraut zu machen. Das ist allerdings mein allererster Attempt, das Spiel zu spielen. Also ich werde jetzt hier in diesem, ich sag mal, eher abgekapselten Let's Play selber lernen, wie das Spiel funktioniert. Erwartet hier also keine Meisterleistung. Und da ich das Ganze auch nicht einfach so im Raum stehen lassen will, denn ich sag mal, wenn ich normalerweise 2-3 Stunden gespielt habe, dann würde ich mir wahrscheinlich denken, okay, jetzt müsste ich aber neu anfangen und ich würde das und das anders machen. Und das will ich natürlich nicht. Ich will nicht so ein 2-3 Stunden Let's Play im Raum stehen lassen. Und deshalb werde ich das auf dem härtesten Schwierigkeitsgrad mit Iron Man spielen. Und das wird dann früher oder später wahrscheinlich damit enden, dass ich vernichtet werde. Und mal schauen, damit kann ich erstmal schauen, wie stark denn tatsächlich die AI ist, wenn man die auf den höchsten Schwierigkeitsgrad setzt. Und zum anderen kriegt man damit ein schönes Ende hin. Dann brauche ich auch bei den darauf folgenden Titeln, werde ich dann halt auch die ganzen Erklärungen nicht wiederholen. Ich will dann voraussetzen, dass man das hier quasi gesehen hat oder halt schon ein bisschen im Bilde ist, worum es in dem Spiel geht und wie das Interface aussieht. Denn ich weiß auch noch nicht konkret, ob ich danach im Singleplayer die Riesenkampagne mache oder im Multiplayer spiele. Das Spiel hat im Gegensatz zu anderen Paradox Grand Strategy Spielen den Vorteil, dass es einen quasi symmetrischen Start hat. Symmetrisch aber in dem Sinne nicht, dass wirklich jeder die gleichen Bedingungen hat. Also nicht 100% die gleichen Bedingungen, als wenn das jetzt eine StarCraft 2 Karte oder sowas wäre. Aber zumindest symmetrisch in dem Sinne, dass alle Spieler auf einem Planeten starten. Das ist keine Selbstverständlichkeit, wenn man sich die anderen Paradox Spiele anguckt, da die halt sehr asymmetrisch starten und auch kein konkretes Ziel haben. Also bei Hearts of Iron oder, ja, nehmen wir einfach mal Hearts of Iron, wo man im Zweiten Weltkrieg spielt, da spielt dann einer die USA und der andere spielt dann, ich sag mal, Armenien oder sowas. Und das ist natürlich klar, dass der eine ganz andere Grundvoraussetzung hat als der andere und man spielt eigentlich komplett unterschiedliche Spiele, so gesehen. Und es ist jetzt auch nicht so, dass Armenien dann irgendwann gewinnen würde, sondern man spielt bis zu einem bestimmten Zeitpunkt und schaut dann, wie es mit den Punkten sich entwickelt hat. Und hier hat man bei Stellaris tatsächlich eine Siegbedingung. Ja, dann werden wir auch loslegen. Erstmal schauen wir uns die Einstellungen an. Grafik, ach da genau, noch ein Disclaimer. Das Spiel braucht, und damit muss ich mal gerade hier googeln, Shop-Seite. Ich erfülle nämlich nicht die Mindestvoraussetzungen von dem Spiel. Wenn es also eventuell ruckelt oder so, wobei ich auch gelesen habe, dass eine sehr große Galaxie auch auf einem i7 6700 ruckeln soll zwischendurch. So, hier sind die Minimumanforderungen. Minimumanforderung ist AMD Athlon 2 X4 640 mit 3 GHz. Ich habe einen Athlon 2 X3 720 mit 3 GHz. Der Unterschied ist, dass ich nur 3 Kerne habe. Also einen Kern weniger als die hier als Mindestvoraussetzung haben. Und die haben, na gut, Arbeitsspeicher 2 GB RAM, da bin ich mit 8 wohl gut dabei. Die fragen nach einer Nvidia GTX 460 mit 1024 MB VRAM und ich habe nur eine 260 mit 900 irgendwas, glaube ich, oder 890 irgendwas VRAM. Also, da bin ich unter den Anforderungen. Wenn es da also so ein bisschen glitscht, ruckelt, freest, dann könnte das durchaus daran liegen. Ja, große Grafikeinstellungen hat man nicht. Hier habe ich auch jetzt gar nichts umgestellt.
Hier habe ich nur die Lautstärke von der Musik ein bisschen leiser gemacht. Da kann man Autospeichern anmachen. Automatisches Speichern in der Cloud habe ich manuell angeschaltet. Und Tutorial vollständig, das werden wir uns auch angucken. So, dann haben wir hier mehr Spieler. Wir haben neues Spiel, Laden, Credits, gut, kennt man. Neues Spiel. Und damit werden wir jetzt uns erstmal, können wir uns eine neue Rasse erstellen. Ich habe eben hier schon mal reingeguckt mit den Rassen. Das ganz, ganz interessant ist hier auch, dass man, wenn man, ich kann jetzt hier eine neue Rasse erstellen, da kann mich für eine entscheiden. Und ich kann aber auch, das ist die Rasse, die ich vorher erstellt habe, da kann ich einstellen, dass die theoretisch spawnen kann, dass die immer spawnen wird, also als Gegner, oder dass sie auf jeden Fall nicht spawnt. Ich werde die gleich nehmen, aber ich will noch gerade das zeigen, was man hier alles einstellen kann, weil das ist eine ganze Menge und das macht auch, finde ich, einen großen Teil des Flares aus. Wir haben als erstes einen Phänotyp, den wir auswählen. Das Spiel gibt es übrigens auch komplett auf Deutsch, wie man hier sehen kann. Und der Phänotyp ist quasi die Gruppierung, sage ich mal. Also ob man jetzt ein Säugetier, Reptil basiert, ob man Vogel basiert ist, Insektoid, Molluskoid, das sind hier so Tentakelwesen, also im Wasser entwickelt, oder Fungoid, das sind Pilzwesen. Und da hat man schon eine ganz schöne Auswahl von teilweise sehr hässlichen Geräten. Das hier scheint einfach der Fungus zu sein, der irgendwie so einen Hamster befallen hat. Die sehen teilweise schon sehr cool aus. Und teilweise auch etwas bescheuert, wenn man sich hier diesen Vogel mit seinem tollen Helm, mit seiner Blase anguckt. Da gibt es sehr schöne Auswahlmöglichkeiten und es hat mich sogar etwas positiv überrascht, wie gut die aussehen. Ich habe das zu einem Stream gesehen, habe das aber irgendwie nicht so wirklich wahrgenommen. Jetzt irgendwie live in Bewegung. Gut, im Stream war es auch in Bewegung. Ich weiß es nicht. Es kommt auf jeden Fall jetzt irgendwie noch besser rüber, finde ich. Ja, sind sehr schöne Bilder. Es sind erstaunlich viele Viecher mit mehreren Augen dabei. Also mit mehr als zwei Augen. Reptil. Der ist auch sehr schön. Vogel, der hat wieder vier Augen. Der hat vier Augen. Der hat vier Augen. Ja. Ja, da gibt es schon eine ganz schöne Auswahl. Dann kann man, wenn man sich eins ausgesucht hat, nehmen wir jetzt einfach mal den. Dann können wir uns jetzt hier, dann kann man sehen, ist eins weitergerückt. Dann kann man jetzt sich einen Namen nur für die Spezies bestimmen. Also nennen wir mal, das hier ist jetzt die Spezies Hansel. Und das wären dann auch in dem Plural Hansel. Und dann wären das als Adjektiv Hanselanisch. Ja. Super, das sind unsere Hanseln. Jetzt können wir einen Schiffsnamenstyp auswählen. Und da haben wir auch eine ganze Reihe Sachen zur Auswahl. Und danach werden hier die Sachen dann generiert. Also als Insektoid 1 würden wir halt Anführernamen oder unsere Leute würden dann Ekir oder Olso heißen und so weiter. Kann auch hier männlich. Menschlich sollte es wahrscheinlich heißen. Was ist denn männlich? Krumgak, Mokkrok, Nobohax. Wings of Brown, Eyes of, das hört sich nach Indianernamen an. Ja, und so weiter. Gibt's eine ganze Menge zur Auswahl. Und dann können wir hier noch einen Schiffspräfix einstellen. Das wird dann vor den Schiffsnamen gesetzt, wie KI. Und dann heißt alles mit Ki vorn. Weiß ich jetzt nicht, was das für einen Sinn macht, aber wer es mag. Dann können wir Eigenschaften bestimmen und da wird es recht interessant. Und das ist meiner Meinung nach auch ein sehr gutes System, denn das hier kann man balancen. Im Gegensatz beispielsweise zu Mass of Orion. Gut, das war noch in der Alpha, als ich zuletzt... Ich weiß aber, nee, da konnte man glaube ich anfangs gar nichts auswählen und nichts, was einen Unterschied gemacht hatte. Aber Galactic Civilizations, da konnte man, glaube ich, auch frei sich Sachen zusammenklicken. Und da konnte man eine ziemlich große Liste machen. Und die haben
aber ein sehr beschränktes System, was man auch viel besser balancen kann. Und zwar kann man insgesamt sich 4 Eigenschaften aussuchen und man kann 2 Punkte Kosten verwenden. Ich könnte also jetzt, ich sag mal, Agrar wählen. Und das kostet 2 Punkte. Jetzt kann man sehen, ich habe meine 2 Punkte verbraucht. Ich könnte theoretisch noch 3 wählen. Das heißt, wir machen jetzt, sagen wir mal, geringe Fortpflanzung dazu, was halt Bevölkerungswachstum senkt. Das hier macht Nahrung mehr. Das gleicht sich eigentlich aus. Das dürfte ziemlich ja Unsinn sein, aber ist egal. Dann nehmen wir, was weiß ich, schwach. Die bringen uns halt Punkte dazu. Und jetzt hätten wir theoretisch 2 Punkte, die wir noch verbrauchen könnten mit Konformisten. So, jetzt haben wir 0-0. Gleicht sich also aus, aber wir könnten jetzt nicht sagen, wir nehmen noch das und dann wieder eins dafür zu und machen uns eine ellenlange Liste mit Sachen, die sich halt immer wieder ausgleichen. So, man kann maximal 4 Sachen nehmen und dann ist es gut. Ich weiß gar nicht, ob man mit weniger starten kann. Kann man. Also natürlich Mumpitz. So, wir nehmen das, anpassungsfähig. Einfach jetzt mal so zum Testen. Ich werde sicherlich keine Rasse spielen, die Hansel heißt. Naja, wobei. Dann können wir hier den Herrscher einstellen. Das ist aber nur der allererste Herrscher, den wir im Spiel haben. Die werden, je nachdem, was man für ein Government-Type hat, dazu kommen wir gleich, werden die auch wieder abgewählt. Das ist also nur eine temporäre Person. Das ist jetzt kein durchgängiger Typ, wie man das jetzt beispielsweise bei Civilization hat, wo Alexander einen vom Jahr minus 4000 bis ins Jahr 2000 begleitet, sondern die werden immer wieder durchrotiert. Da können wir aussuchen, was für ein Geschlecht die haben. Bei den Menschen macht das einen Unterschied. Hier, die sehen halt anscheinend immer aus wie Vogel. Vielleicht sind die Unterschiede auch nur so klein und dadurch, dass ich ein Mensch bin und deren Natur nicht verstehe, kann ich die Unterschiede nicht sehen. Wer weiß. Phänotyp, Frisur. Ja, das gibt's bei denen auch nicht. Bei Menschen macht das natürlich einen Unterschied. Dann haben wir hier Haarfarbe. Das sieht schon ganz cool aus. Da kann man schon ordentlich was umstellen bei denen. Und Kleidung können wir auch einstellen. Und dann können wir dem auch noch einen Namen verpassen. Tyr Xobogolas. Whatever. Und dann können wir deren Heimatwelt einen Namen geben. Wir können ihn auch zufalls generieren lassen. Pentul im System Penkar. Und so weiter. Dann können wir sagen, ob das das Layout haben soll wie Sol, also der Sonne. Oder wie Deneb, was keine Ahnung ist, Staatenbund der Menschen, keine Ahnung. Oder zufällig, und das ist, glaube ich, das Sinnvollste, was man daneben kann. Das hier ist aber jetzt ganz interessant, denn je nachdem, was für ein Heimatplanet die haben, kommen die unterschiedlich gut klar mit anderen Planetenarten. Das kann man hier mit dem Mauszeiger drüber gehen. Und jetzt kann man sehen, die Bewohnbarkeit, also das ist deren Heimatplanet, da haben sie auf dem Heimatplanet 80% Anpassung. Wenn die jetzt auf einen anderen Planet gehen, der auch tropisch wäre, dann hätten sie 80%, wären sie zufrieden oder angepasst. Das hat was hauptsächlich auf Zufriedenheit Auswirkungen hat, glaube ich. Dann die beiden, die daneben sind, das ist also Wüste und Kontinental. Die haben 60%. Die beiden, die weiter entfernt sind, die haben dann noch 20%. Und auf die beiden, die entgegengesetzt sind, da kann man nicht siedeln. Also in dem Fall sind das die beiden, da kann man nicht siedeln. Wenn ich jetzt das nehmen würde, dann könnte man da nicht siedeln. Also als Mensch, sage ich mal, könnte man nicht auf Tundra-Welt und auf Aride-Welt siedeln. Als Wüsten-Hoshi könnte man nicht auf Ozean-Welt oder arktische Welt siedeln. Was ja irgendwo auch logisch ist. Wir nehmen, ist ja auch egal, jetzt einfach mal so, um weiter durchzuklicken. Wir nehmen die kontinentale Welt. Dann können wir aussuchen, wie unsere Architektur aussieht, was aber keine Auswirkung hat, nur kosmetisch ist. Alle Einstellungen bisher sind übrigens kosmetisch, außer die Einstellung, welchen Phänotyp wir nehmen. Denn anscheinend ist es so, dass Vogelwesen, andere Vogelwesen lieber mögen als
Pilzwesen oder sowas. Da gibt es eine ganz kleine gemeinsame Beziehung anscheinend zu, kann ich jetzt nicht genau beurteilen. Aber soweit ich es verstanden habe, soll das wohl so sein. Ansonsten ist alles kosmetisch bisher gewesen. Und natürlich die Eigenschaften, die wir ausgewählt haben, die sind natürlich auch nicht kosmetisch gewesen. Dann haben wir hier, nehmen wir den Vogelstil, dass unsere Gebäude und so aussehen. Und jetzt kommt auch wieder eine wichtige Entscheidung, also eine Gameplay-Mechanik. Wir können hier, wir haben 3 Ethikpunkte. Wir können entweder je einen Punkt in die Sachen reinstecken oder wir können 2 Punkte in diese Orangenen reinstecken. Also da werden direkt 2 Punkte abgezogen. Die, wenn die gegenüberliegen, dann schließen die sich gegenseitig aus. Und das ist im Endeffekt Entscheidung, eigentlich sogar die größere Entscheidung zu den Eigenschaften, welche Staatsform die das Reich hat. Also wir können jetzt sagen, wir sind vor allem Dingen pazifistisch, fanatisch pazifistisch. Das Gegenüberliegende können wir natürlich nicht nehmen. Wenn wir pazifistisch sind, können wir nicht militaristisch gleichzeitig nehmen. Das heißt, wenn ich jetzt hier draufklicke, ist das andere weg. Wir können aber theoretisch halt hier diese auf der 3 dieser Seite nehmen oder sowas. Wir können jetzt sagen, wir sind spiritualistisch, Zufriedenheit 10% und wir sind pazifistisch. Ja. Da kann man halt schön Sachen kombinieren. Und je nachdem, was man dann hier aussucht, das gibt auch noch entsprechende Boni. Also das hier bringt jetzt Zufriedenheit 10, das hier bringt einen Haufen Zeugs. Aber je nachdem, was man auswählt, schaltet das unterschiedliche Sachen frei. Da steht auch nochmal bei jedem drin, was man dafür auswählen muss. Das sind unterschiedliche Staatsformen. Und die linke Staatsform, das sind alles Demokratien. Da wird überall alle 5 Jahre der Herrscher gewählt. Also den wir hier eingestellt haben. In der zweiten Reihe, da sind, also das hier sind Demokratien. Das hier sind so kleine Kreise, wo man halt 5, 6 an der Spitze hat und einer von diesen Leuten halt immer hochgevotet wird. Das hält 40 bis 50 Jahre. Die Lebenszeit ist, glaube ich, von den Leuten auch so um die 100 Jahre. Ich glaube, das ist so menschlich gehalten. Es gibt ein paar Sachen, womit man das extenden kann. Es gibt auch eine Eigenschaft, die man auswählen kann. Die kostet aber 4 Punkte, also müsste dann mit den 2 Punkten, die man normalerweise hat, plus 2 Negativ-Eigenschaften 4 Punkte freimachen, damit man dann diese 4 Punkte ausgeben kann, damit die länger leben. Das bringt aber 120 Jahre Lebenszeit, also wenn man auf jeden Fall mit einem Herrscher herrschen will, den man auch auf jeden Fall nicht wechseln will, dann kann man das nehmen. Was aber auch den Vorteil hat, die ganzen Herrscher und Wissenschaftler und so weiter, die sammeln halt alle Erfahrungen an und wenn die sterben, dann ist auch die Erfahrung weg. Also die sterben irgendwann am Alterstod und dann sind sie weg. Also da wird 40 bis 50 Jahre gewählt, hier sind 5 Jahre gewählt und bei dem letzten Militärdiktatur, da wird überhaupt nicht gewählt, da herrscht halt derjenige, der alle anderen abgemurkst hat oder was weiß ich. Göttliches Mandat, weil wir ja hier spirituell sind. Sind die auch mit Sklaverei zufrieden, weil wenn unser Gott sagt, wir sollen wen versklaven, dann können wir das ja machen. Es ist im Endeffekt so auch so ein bisschen wie Azteken oder sowas. Eigentlich ist es ja überall mit Gottesstaat oder so, dass man halt dann sagt, dass diejenigen, die nicht von uns gehören, die sind unwürdig und können dann versklavt werden oder was weiß ich was. Wenn wir jetzt hier andere Sachen auswählen würden, dann hätten wir, also beispielsweise würden die sich jetzt anlocken, wenn ich das hier anklicken würde. Und da kann man sich halt schon schön was zusammenbasteln. Ich nehme jetzt einfach mal irgendwas. So. Weiter. Dann können wir noch einen Namen für das Reich auswählen. Da wird auch schon vorgeschlagen, je nachdem, was für eine Spezies wir haben, werden dann halt Namen vorgeneriert. Wir können aber auch hier einfach, unser Reich heißt Hanselbude, kann man eingeben, was man will. Weiter. Dann können wir noch unsere Flagge einstellen. Dazu haben wir hier unterschiedliche Symbole erstmal. Also eine ganze Reihe. Dann war einfach das Ding. Dann können wir die, also das kann man jetzt hier sehen. Dann kann man den Hintergrund umstellen.
Und wir können dann noch die beiden Farben bestimmen. Und ich glaube, die Primärfarbe, die bestimmt dann auch, wie das auf der Weltkarte aussieht. Dann haben wir Spitz. Achso, das ist einfach... Ja klar, das war einfach nur anderes Dingsen. Okay, weiter. Dann können wir... Das hier sind jetzt auch wieder Gameplay-Entscheidungen. Wir können am Anfang, und da sieht man, dass die deutsche Übersetzung nicht so 100% gegengetestet ist. Das habe ich... ich hatte einmal ganz kurz das Spiel gestartet, habe aber nicht weiter gespielt. Wie gesagt, das ist auch mein erstes Mal, dass ich das hier dann quasi sehe. Also werden wir zusammen uns angucken. Man kann am Anfang halt zwischen drei Waffentypen auswählen. Man kann aber theoretisch, glaube ich, die anderen auch noch erforschen. Das ist im Endeffekt so ein bisschen Stein, Schere, Papier. Die Projektilwaffen, die können mit Leichtigkeit Schilde durchdringen, sind aber dann gegen Panzerungen, kommen sie nicht durch. Glaube ich. Massenbeschleuniger setzen elektromagnetische Katapulte ein. Um Projektile mit blitzartiger Geschwindigkeit auf Ziele zu schießen, die Reichweite dieser Waffen ist zwar beschränkt, aufgrund ihrer kinetischen Energie und hohen Feuergeschwindigkeit können sie aber mit Leichtigkeit Schilde durchdringen. Also die sind gegen Schilde gut, Raketenwaffen, Raumraketen mit atomaren Sprengköpfen. Die Reichweite von Raketen ist hervorragend, aber sie können leicht von Punktverteidigungssystemen abgefangen werden. Und dann haben wir diese Energiewaffen. Diese Teilchenstrahlenwaffen beschießen ihre Ziele mit fokussierten Laserstrahlen. Die sind effizient beim Kampf in Nah- und Mitteldistanz. Feindliche Panzerung bietet kaum Schutz gegen sie. Ja, ist Steinschere Papier ein bisschen, weil es dann auch noch Schilde gibt und Panzerung, die entsprechend dagegen wirken. Also die hier sind dann gut gegen Schilde, die sind gut gegen Panzerung, dafür würden die Schilde das abhalten und die Raketen, die haben wahrscheinlich, ja, die sind halt lange Reichweite, machen gut Wumms, können aber abgefangen werden. Wir nehmen jetzt einfach mal das. Dann die UL-Methode, das ist eigentlich Quark, dass sie das umbenannt haben, über Lichtgeschwindigkeit heißt das. Aber ich glaube, man würde auch im Deutschen von FTL reden, oder? Ich weiß es nicht genau. Ich bin jetzt, weiß nicht, wie man da im... ob man überhaupt im Deutsch solche Science-Fiction-Begriffe eindeutscht benutzt. Kann ja mal jemand sagen, der Perry Rhodan oder sowas liest, wie die da von Überlichtgeschwindigkeit reden. Wobei Perry Rhodan jetzt so alt ist, dass sie wahrscheinlich auch noch deutsche Begriffe verwenden. Aber jedenfalls steht UL für Überlichtgeschwindigkeit. Und da können wir aus drei unterschiedlichen Möglichkeiten auswählen. Und das kann signifikante Unterschiede machen. Das bedeutet im Endeffekt, wie man von einem Sternsystem zum anderen reist. Und das unterscheidet, ob man beispielsweise so fliegt wie bei Master of Orion oder sich so bewegen kann wie in... Ja, fast wie in Civilization, also komplett frei, mehr oder weniger. Also mit dem Warp-Antrieb, da können wir tatsächlich, wir haben einfach eine Reichweite von den Schiffen und können nur dahin springen, was in der Reichweite vom Schiff ist. Aber wir können natürlich damit durch die ganze Galaxie fliegen, da hält uns nichts auf. Dann haben wir den Wurmloch-Antrieb und das funktioniert so, dass man in einer Zone einen Wurmloch-Generator bauen muss. Und die Reichweite, die die Schiffe dann haben, die wird von diesem Wurmloch-Generator vorgegeben. Der Vorteil gegenüber dem Warp-Antrieb ist, dass man, glaube ich, keine Module auf den Schiffen haben muss, weil die keine eigenen Antriebe dafür brauchen. Und es ist schneller als der Warp-Antrieb. Dafür kann man aber nicht so weit ins Ungewisse expanden, weil man natürlich immer an der neuen Grenze erstmal so ein Wurmloch-Ding bauen kann. Man kann nicht von Anfang an einfach mit irgendeinem Typen zum anderen Ende des Universums fliegen. Das wird nicht funktionieren. Man kann wahrscheinlich überhaupt nicht dahin fliegen, weil man da keine Wurmlöcher hinbauen kann. Und der Hyperraumantrieb, das ist dann so, dass man, ich weiß es gar nicht, bei Master of Orion, wie das jetzt war. Ich glaube, bei Endless Space war es so, dass die Sterne miteinander verknüpft waren auf Lanes. Und damit funktioniert der Hyperraumantrieb. Dann kann man halt nur diese Lanes benutzen. Man kann sich nicht frei bewegen, sondern nur die Lanes benutzen, die quasi vorgegeben sind. Das heißt, temporalen Bruch der Hyperraumdimension. Ja,
Das wird dann quasi durch die Galaxie vorgegeben, wo die Highways sind, und in denen kann man sich dann bewegen. Ich wähle mir einfach nur irgendwas aus. Und dann können wir noch den Schiffsdesign bestimmen, wie unser Dings aussehen soll. Also unsere Schiffe. Nehmen wir jetzt die Fungoid. So, damit hätten wir das fertig. Jetzt können wir hier speichern, fertig und so weiter. Wir nehmen aber jetzt nicht die Hanselbude, sondern wir nehmen das feigte Sucherprojekt, was ich hier gebaut habe. Und da können wir mal gerade über die Einstellungs- oder die Auswahlmöglichkeiten gehen, die ich gehe auch mal auf Bearbeiten, um das nochmal durchzugehen. Ich habe halt hier einen Echsenhoshi genommen, weil der ganz ordentlich aussah, finde ich, und auch dem man ein bisschen abkauft, dass der ein Wissenschaftler ist. Dann habe ich als Welt, habe ich eine tropische Welt genommen, weil ich denke, dass das vom Stil von denen am besten passt. Denn das dürften ja Echsen sein, die würden wahrscheinlich so mit kalten Gebieten nicht so klarkommen, und gegenüber von kalt ist halt tropisch oder Wüste. Und ich glaube, gegenüber von Wüste ist teilweise Ozean, und Echsen sind halt ja doch auch mit Wasser, mit vertraut, sage ich mal. Also würde ich sagen, es ist tropische Welt da eine ganz gute Wahl. Dann habe ich als Wahl genommen von diesen Eigenschaften. Also mein Ziel ist eigentlich, ich wollte so eine Forscher-Alien-Typ nehmen, so wie die, wie heißen die, sind das Psylons? Ich weiß es jetzt gar nicht. Es gibt eine, glaube ich, so eine Forscherrasse in Master of Orion. Oder auch diese typischen Aliens, die grauen mit den großen schwarzen Augen. Sowas in der Art wollte ich eigentlich bauen. Halt eine Rasse, die wirklich auf Forschung ausgelegt ist. Und der man das auch so ein bisschen abkauft, sage ich mal. Und deshalb habe ich als eins der Attribute habe ich intelligent genommen. Das gibt plus 10 auf alles an Forschung. Also es gibt drei Forschungsdinger, das schauen wir uns dann später an. Physiker, da gibt es nochmal 15% auf eine von diesen Forschungspunkten. Und schwach habe ich als negativen Punkt genommen, das kostet nur 1. Und das macht meine Bodentruppen ein bisschen schwächer. Aber gut, wenn man die Bodentruppen halt einsetzt, dann ist wahrscheinlich der Kampf sowieso schon so ziemlich gegessen. Von daher denke ich, kann man die auf jeden Fall investieren. Als Demokratie, als Dingsform habe ich, ich glaube, das hier werde ich auch nochmal umändern, um das andere nur mal auszutesten, jetzt hier auch in meinem ersten Spiel. Da kann ich auch nochmal Regierung und Ethik, genau. Ich habe hier das hier genommen, ich habe primär erstmal das hier genommen, wo auch nochmal alle Forschung um 10% erhöht wird. Also damit sind wir super schnell in Forschung. Und das ist fanatisch materialistisch, und das kommt auch meinem Stand am ehesten. Ich kann mich hier mit so spirituellem Gedönse nicht anfreunden, wo dann jemand Gottheiten verehrt oder so. Und ich bin jetzt hier jetzt auch nicht unbedingt der super Rollenspieler. Ich will zwar was machen, was in sich logisch ist. Also ich nehme das, was ich spielen will, und passe den Rest darauf an. Wie beispielsweise die Welt oder das Aussehen. Das spielt ja jetzt für mich so keine Rolle. Aber ich nehme halt hier primär was, was Sinn macht und für mich stimmig ist. Jedenfalls fanatisch materialistisch ist halt hauptsächlich auf Produkt, Güter und real irgendwas. Streben nach Effizienz bei der Produktion, beim Lernen, Kommunizieren, bla bla. Und dann habe ich zusätzlich genommen Xenophil. Das ist eigentlich mehr oder weniger eine fast willkürliche Entscheidung gewesen. Weil die anderen, da kann ich mich überall nicht wirklich mit anfreunden. Also individualistisch geht noch. Das hat aber das Problem, da gibt es hier Ethikabweichung plus 5%. Dann wirst du die Bevölkerung am Rummosern. Das will ich eigentlich nicht. Xenophob, da können die dann nicht so gut mit anderen zusammenwohnen. Minus 10%. Ja, ist dann auch nicht so schön. Dafür kann man die besser versklaven. Ja, super. Dann militaristisch hat den Nachteil, dass man Einflusskosten im Bündnis, wenn man ein Bündnis eingehen will, muss man deutlich mehr bezahlen. Dafür kriegt man mehr Einfluss, wenn man den anderen als Gegner erklärt. Dazu kommen wir später. Also hat auch Vor- und Nachteile.
Bei spiritualistisch, das ist genau das Gegenübergestellte, das können wir nicht nehmen, weil wir das hier mit aufheben. Kollektivistisch ist, das bringt nur Bonus, Toleranz zur Sklaverei und Nahrungsverbrauch minus 5%, ist okay. Und dann hätten wir hier noch pazifistisch, und das ist genau das Gegenteil von militaristisch, was aber auch Vor- und Nachteile bringt. Deshalb habe ich Xenophil genommen, dass sie mit anderen Aliens ein bisschen besser klarkommen. Und das war's. Also das habe ich jetzt einfach vor allen Dingen genommen, um den Punkt noch zu verwenden. Und als Form nehmen wir... Also ich glaube, am besten wird wahrscheinlich das sein. Bei dem Spiel ist es so, man kann nur 5 Planeten direkt kontrollieren. Alle anderen Planeten muss man unter einem Government stellen. Und dazu kommen wir dann später näher. Und hiermit kann man diese 5 auf 7 erweitern, soweit ich das verstehe. Was ja schon sehr cool anhört. Hiermit bekommen wir eine Forschungsalternative mehr und ein Anführerlimit. Ich glaube, bei den Forschungsalternativen, da kann man dann eine Forschung mehr aussuchen. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Wir werden das mal ausprobieren und schauen. Kann man ja noch neu abspeichern. Jawohl. Genau. Fertig. Ne, zurück. So, jetzt sind wir wieder in der Übersicht. Das wäre das. Dann habe ich rote Laser. Das ist wieder sowas, wo ich einfach was genommen habe. Ja gut, das ist am meisten Science-Fiction. Laser, Forschungsleute. Ja, nehmen wir. Dann Wurmlochantrieb. Das gefällt mir eigentlich mit am besten, weil es mehr so eine Turtle-Mechanik ist. Man kann also sehr gut verteidigen, weil man, und ist auch am flexibelsten. Man kann halt sehr schnell innerhalb im eigenen Bereich, im eigenen Sektor hin und her flitzen. Man ist zwar jetzt nicht so gut im Angriff, aber man kann halt sehr gut alles verteidigen mit einer Flotte, die einfach überall hin und her zischen kann. Ich glaube, das ist damit schon extrem stark. Und halt auch science-mäßig gut. Und dann habe ich hier das Säugetier-Skill-Stil von denen genommen, weil die... die Reptilienraumschiffe, die sahen ein bisschen aus wie so Fracht-Schrottschiffe und das, ja. Als Logo habe ich ja ein Auge ausgesucht, oder was ein bisschen ein Auge symbolisiert. Und meine Rasse heißt Sucher. Das sind also die Sucher, das Sucherprojekt, Vereinigtes Sucherprojekt ist das Reich. Die Rasse nennt sich selber Sucher. Und ich glaube, dem Planet, auf dem die leben, der heißt Materie und die Sonne heißt Energie. Alles sehr Science-basiert. Alles sehr faktisch. Haben wir Menschen natürlich auch. Wir nennen unsere Erde, haben wir sehr künstlerisch Erde genommen. Wieso sollen die das Uktar nennen oder so? Und unsere Sonne nennen wir Sonne. Ist auch sehr kreativ. Also, die heißt Materie, Energie. Ich meine, das bürgert sich ja bei denen dann auch so ein. Okay, man kann natürlich jetzt auch in der Aliensprache irgendwas ausarbeiten, aber naja, wir machen das jetzt mal so. Fertig. So, dann starten wir das Ganze und da kann man jetzt einstellen, wie groß die Galaxie sein soll. Und ich sehe schon, dass ich hier 35 Minuten am Labern bin. Bei der Galaxiegröße, da werden wir jetzt in meinem ersten Run, werde ich eine winzige Galaxie machen und auch gucken, wie gut mein Rechner das verkraftet. Ich habe eben testweise einmal mit riesig gestartet. Und der Rechner hat es zumindest gestartet bekommen. Ich weiß aber nicht, wie das dann im späteren Spielverlauf sein wird. Galaxietyp. Oh, da gibt es gar keine anderen. Klein. Da kann man jedenfalls aussuchen. Ja, elliptisch, Spirale, zwei Arme, Ring. Der Unterschied ist, bei elliptisch ist es einfach quasi ein ausgefüllter Kreis, wo auch in den innen drin, glaube ich, überall Sterne sind. Bei Spiralen hat man halt so ein spiralförmig mit Lücken dazwischen. Und wenn man beispielsweise diese Fortbewegung mit Lanes hat, könnte man eventuell dazwischen nicht rumhuschen. Eigentlich kann man mit so ziemlich nichts da rumhuschen. Aber ja, da ist man, sind eventuell, ist man, kann man damit Choke Points abgeschnitten werden, wenn man auf diese Lanes angewiesen ist. Und bei Ringen, ja, das ist halt außenrum, da kann man besser abschätzen, wenn jetzt der Nachbar einen angreift, wenn man halt nicht von drei Seiten umzingelt werden kann. Dann können wir einstellen, wie viele KI-Reiche wir haben wollen. Nehmen wir einfach die maximale Anzahl. Wir haben nur 4 Sterne, 15 Reiche, okay. KIs mit Startvorteilen, da machen wir 0. Ich finde das nicht so gut, wenn man da
ja, über bessere KI hat, soll alle nach den gleichen Regeln spielen. Die können aber meinetwegen ein bisschen cheaten, deshalb das nehmen wir hier auf einen höheren Schwierigkeitsgrad. Hier können Sie die Spielschwierigkeit einstellen. Auf höheren Schwierigkeitsstufen erhalten KI-Reiche, die keinen Untertan eines Spielers sind, Wirtschafts- und Forschungsboni. Außerdem verbünden sie sich mit geringerer Wahrscheinlichkeit mit Spielern. Wir nehmen hier irrsinnig. Wie gesagt, es wird jetzt hier ein Run sein, wo ich auch selber lerne und ich will, dass das dann zu einem Abschluss kommt. Und der kann meinetwegen darin enden, dass ich untergehe. Ist mir ganz recht. Dann gestattete Überlichtmethode. Da kann man einstellen, dass alle nur mit Warp, Hyperantrieb oder Wurmloch fliegen. Wir nehmen aber beliebig, also jeder kann wirklich frei auswählen. Und wir machen den Iron Man Modus an, das heißt der Spielstand, der wird automatisch immer überschrieben. So, und dann legen wir los. Wir haben also jetzt klein 400. Ne, wir nehmen winzig. Winzig und elliptisch, ja. KI-Reiche 8 und davon 0. Auf geht's! So. Naja, was ich noch gar nicht erwähnt habe, ist, dass das Spiel in Echtzeit abläuft. Man kann es aber pausieren. Jetzt ist es aber, wenn man das bei einem Multiplayer spielen will, dann muss man sich natürlich auf eine Geschwindigkeit einigen. Und man hat dann natürlich auch nicht so viel Zeit, hier so auf Texte und so weiter einzugehen. Deshalb wollte ich das auch vorher, falls ich das im Multiplayer mal spielen sollte, wollte ich vorher schon mal alles hier mit einem Let's Play abgeklärt haben, wie das Ganze aussieht. Weil wenn ich dann im Multiplayer bin, dann werde ich natürlich da wenig... Und das gleichzeitig aufnehme, das ist dann auch noch die Frage, ich weiß nicht, wie der Kumpel von mir, mit dem ich das, wenn dann spielen würde, wie er da so dazu steht, wenn ich das aufnehmen würde. Das würde auf jeden Fall ein eher, ich sag mal, eher passives Let's Play werden. Aber müssen wir mal schauen, ob das überhaupt dazu kommen wird. Jedenfalls benutze ich das jetzt hier erstmal, um auch alles zu zeigen und die ganzen Texte und so weiter zu lesen und uns das mal so anzuschauen. So, also, in den Äonen seit die ersten primitiven Suchergemeinschaften in den dichten Dschungeln von Materie Form annahmen, hat sich unsere Zivilisation ausgebreitet und vergrößert. Über wissenschaftlichen Fortschritt haben wir es geschafft, den Aberglauben auszumerzen, der den Verstand unserer Vorfahren so fest im Griff hatte. Als sich Vernunft und rationales Denken unter unseren Leuten ausbreiteten, lösten wir die ineffizienten Nationalstaaten auf, in denen wir bis dahin gelebt hatten. In ihrer Stadt bildeten wir einen Herrscherrat aus unseren renommiertesten Wissenschaftlern. Das ist halt alles danach, der Text ist alles danach generiert, was man ja aus sich ausgesucht hatte. Nach der erfolgreichen Schaffung künstlicher Unterraumwurmlöcher haben die klügsten Köpfe von Vereinigtes Sucherprojekt nun die Entwicklung der ersten Warp-Antriebe abgeschlossen. Endlich können wir selbst zu den Sternen reisen. Beginn. Greetings, Director. I am Veer, a prototype synthetic intelligence developed by the finest minds of our civilization to serve as your advisor. I shall endeavor to perform my duties with the utmost efficiency. Volles Tutorial. Ich will alles wissen. Tutorial-Missionen und Interface-Erläuterungen helfen Ihnen, während der Gameplay-Mechanismen... Was? Helfen Ihnen, während Sie die Gameplay-Mechanismen erkunden? Nehmen wir. An excellent decision. You will have my full support. Gut zu wissen. Diese Option wird gemäß Voreinstellung am 2. Was? 2202-4-1 ausgewählt. Building a star empire can be a daunting task. To help get things started, I will be providing instructional missions that cover the basic steps necessary to establish ourselves as a successful interstellar power. Die erste Mission ist die vollständige Erkundung unseres Heimatsystems. Ich habe die Mission als Eintrag im Situationsprotokoll hinzugefügt, dass Sie über die Situationsprotokoll-Schaltbleche in der Oberleiste oder durch Drücken auf F5 aufrufen können. Situationsprotokoll. The situation log displays a list of all currently available special projects and various other points of interest. New items will likely appear as we begin exploring the galaxy.
Der Aufbau eines Sternreiches kann... Ach so. Ne. Ach so, okay. Ja. Heimatsystem erkundet. The Victory Screen lists certain conditions that we can strive to fulfill, to ensure that the legacy of our Star Nation will endure for as long as there is intelligent life in the galaxy. Wir sollen also gewinnen, sich das Spiel, indem sie 40% aller kolonisierbaren Planeten besitzen. Das ist Dominanz Victory. Eroberung. Wundert mich jetzt, dass es nur die beiden gibt. Gewinnen sie das Spiel durch die Eroberung aller anderen Reiche. Gibt's da keinen Diplomatiesieg? Es gilt immer noch, 8 Reiche zu erobern. Okay, das wundert mich etwas. Und was soll denn die Eroberung sein? Weil mit dem Spiel kann man die ja nicht so... Na, man kann eigentlich schon die Spieler platt machen, aber... Ich sehe jetzt den Sinn da nicht von der... Naja. So. Okay, wir müssen auf jeden Fall unser Forschungsschiff... Bevor wir uns in die Galaxie hinaus wagen, müssen wir zuerst unser Heimatsystem vollständig erkunden. Während Sie dazu Ihr Forschungsschiff, wählen Sie dazu Ihr Forschungsschiff aus, indem Sie entweder auf das Schiff selbst klicken oder es im Outliner auswählen. Das ist der Outliner hier und über den wird man so ziemlich alles kontrollieren. Also das Interface in dem Spiel finde ich ziemlich gelungen, soweit ich das jetzt von den Streams beurteilen kann, weil man fast alles hier drüber kontrolliert und man halt auch sehr viel reduziert. Also dadurch, dass man nur 5 Planeten maximal haben kann, hat man natürlich begrenztes Micromanagement dahingehend. Und man hat halt auch begrenzte Anzahl von Flotten und so weiter. Also das ist schon, glaube ich, ganz gut gelöst. Klicken Sie danach im Flotteninterface auf die Schaltfläche Erkunden und wählen Sie einen unerkundeten Planeten der Nähe Ihrer Heimatwelt aus. Ihr Forschungsschiff legt nun eine kurze Erkundung sämtlicher Planeten, planetaren Körper innerhalb des Systems an. Wir können übrigens mit der mittleren Maustaste, die ich halt hier also auf links meiner normalen Taste gelegt habe. Meine Maus hatte ein paar Tasten mehr. Ich habe eine G500 von Logitech. Damit kann man jedenfalls hier rumscrollen. Man kann natürlich auch raus und reinzoomen. Und wir sollen jetzt dieses Forschungsschiff, ich habe keine Ahnung, was das Forschungsschiff davon ist, wahrscheinlich das. This is our science ship, which is used to survey astronomical objects such as planets in a star system. A planet needs to be surveyed in order to make its resources visible. Rechts klicken Sie dazu einfach auf einen noch unerkundeten Planetenkörper, und wählen Sie ein System erkunden aus. Daraufhin fliegt das Schiff nacheinander alle Objekte im System an und erkundet sie. Die Erkundung anderer Planeten könnte auch aufdecken, dass sie bewohnbar sind und quasi auf ihre zukünftige Kolonisierung warten. Wobei man das eigentlich schon so sehen kann. Also gefrorene Welt kann man theoretisch besiedeln, wir aber nicht. Karge Welt können wir, glaube ich, auch nicht besiedeln. Bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Das ist ein Gasriese, da können wir auf jeden Fall nicht drauf. Karge, Karge, Karge. Karge und felsige Welt mit dünner oder nicht existenter... Ah nee, auf Karge können kann gar keiner drauf. Die Oberfläche ist mit Meteoranschlägen übersät und völlig ohne Leben. Da fand ich ganz cool, da hatten sie im Stream gezeigt, da sind sie, haben sie durch Zufall wirklich, haben sie Sol gefunden, also das Sonnensystem von den Menschen, das war damit drin. Und dann haben sie einen Planeten gefunden, der halt hier der Erde gleich kam. Und da haben sie dann, das war dann eine versunkene Welt, wo alles verseucht war nach einem atomaren Krieg und die Zivilisation hatte es nie geschafft und haben dann Kakerlaken drauf gewohnt, die man terraformen konnte. Giftige Welt, aha, das habe ich auch noch nicht gesehen. Ein felsiger Planet mit dicker Atmosphäre, das wundert mich etwas, dass es immer so ein bisschen braucht, um hier reinzukommen. Ein felsiger Planet mit dicker Atmosphäre, die für die meisten bekannten Lebensformen tödlich ist. Aha, Bewohnbarkeit, müssen Sie den Planeten erkunden. Gefrorene. Karge.
Karge und felsige Welt mit dünner Atmosphäre. Rafts. Unser Planet, unser Mond heißt Rafts. Man kann aber jetzt auch noch hingehen und entweder hier unten hinklicken oder man drückt halt E. Und das ist auch ganz nett. Man kann auch hier mit WASD rumtun. Und dann mit E auf die Galaxiekarte wechseln. Und wir haben jetzt natürlich eine sehr kleine Galaxie generiert. Geht auch wesentlich größer. Aber jetzt könnte man hier theoretisch auch sehen, mit den erweiterten Informationen, die sollte man sich, glaube ich, immer anzeigen lassen. Da könnte man theoretisch auch sehen, ob da noch bewohnbare Planeten sind, die man erkunden müsste. Aber wir machen jetzt erstmal das, was er uns gesagt hatte. Wir können jetzt mit E wieder rumschalten, dass wir hier drin sind. Da können wir jetzt unser Forschungsschiff nehmen und sagen... Ja, das hast du schon gesagt. Dann können wir hier rechtsklicken und sagen erkunden oder wir sagen System erkunden. Mit erkunden würde der nur das erkunden. Wenn wir auf System erkunden klicken, dann baut er sich eine Route zusammen, wo er dann alle Körper innerhalb dieses Systems erkunden würde. Die fliegt er dann nach und nach ab. Wir haben außerdem für jedes Schiff mehrere Einstellungen, die wir machen können. Erkunden, befehlen Sie dem Forschungsschiff, Sterne, Planeten und Asteroiden zu erkunden. Erkundungen führen zu detaillierten Informationen und können sogar zur Entdeckung einer Anomalie führen. Klicken Sie auf das Objekt, um das gesamte System zu erkunden. Über Steuerung Mausklick können Sie ein einzelnes Objekt erkunden. Erforschen, befehlen Sie dem Forschungsschiff, die Forschung einer Anomalie. Oder Flottenhaltung, also das ist der dritte Punkt. Flottenhaltung, aktuelle Flottenhaltung ist eingestellt auf Ausweichen. Diese Flotte versucht sich in den nächsten verbündeten Raumhafen zurückzuziehen, wenn Feinde in ihr System einfliegen. Also das bedeutet auch, dass wenn ich beispielsweise, ich gehe jetzt mal wieder raus, wenn ich hier hinfliege, um das zu erkunden, dann, und da Feinde drin sein sollten, dann würde der direkt wieder umdrehen und zurückfliegen. So, wir haben jetzt dieses Ding, losgeschickt. Wir können dann mit dem... Wir haben noch einen Konstruktor hier. Wir können hier auch immer sehen, der hier ist beschäftigt. Der ist Konstruktor. This is our construction ship, which is used to construct space stations. When an astronomical object, such as a planet, has been surveyed, we can order this ship to build a research station or a mining station to exploit any resources it may have. Genau. Damit kann man Stationen bauen, was aber erstmal ziemlich nutzlos ist, weil wir noch nichts erkundet haben, wo man eine Station drauf bauen können. Oh, da ist sogar ein Asteroid. Damit kann man auch dahin springen. Das ist R oder was? Ne, Q. Ah, macht Sinn. Dass das immer so ein bisschen ruckelt beim Laden. Das gefällt mir nicht. Das könnte bedingt sein, dass ich die Mindestanforderungen nicht erfülle, aber es ist schon ein bisschen dämlich. Eventuell, dass ich das mit Multisampling, wenn ich das runterstelle, dass man das wegbekommt, muss ich beim, wenn ich das Spiel nach dem Abschluss dieses Teils neu starte, will ich das mal ausprobieren. Das sind auch, glaube ich, die Starlanes. Wir könnten jetzt theoretisch... Oh, Sol. Informationsstufe niedrig. Da könnten wir jetzt theoretisch hinfliegen, wenn wir diese Lanes hätten. Haben wir aber nicht. Sondern wir müssen dieses Starport-Dings benutzen. Wir haben auf dieser Übersicht, hier können wir sehen, das hier ist unsere Radarreichweite. Wenn da jemand reinfliegen würde, dann würden wir den sehen. Bei denen, die innerhalb dieser Reichweite sind, wissen wir zumindest grob, ja, da ist ein Stern. Wir können auch sehen, wie viele Körper der hat. Outliner. Bei denen, die ganz weit weg sind, da können wir gar nichts sehen. Und bei dem... Aha. Da wissen wir auch nur, dass, was für ein Typ, Sternentyp das ist. Niedrig. Und... wir haben da schon, der ist in unserem Einflussbereich. Ich glaube, da darf auch sonst niemand siedeln und wir könnten da theoretisch schon siedeln.
Ja, wenn schon Sol sich da anbietet, dann fliegen wir da auch direkt hin. Ich mache das aber jetzt so. Theoretisch müssten wir haben ja First Star Hunters. Military fleets are used to protect our emerging empire from threats or to expand our glorious rule through force of arms, if we so wish. Ja, schützen wir unser aufstrebendes Reich vor Bedrohungen oder erweitern unsere glorreiche Herrschaft mit Waffengewalt, wenn es danach ist. Unsere Flottengröße wird von der Technologie und der Fähigkeit ihres kommandierenden Admirals eingeschränkt. Unsere Startflotte wurde noch kein Admiral zugeteilt. Sollten wir genügend Einflusspunkte übrig haben, wäre die Rekrutierung als Admirals keine schlechte Idee. Sehr gut. Den ganzen Ressourcengedöns können wir beim nächsten Mal, würde ich sagen. Was ich jetzt vorhatte, war folgendes. Man müsste die ja irgendwie auflösen, will ich nicht, aber aufteilen können. Ja, zum Auflösen dieser Flotte klicken. Nee, das würde, glaube ich, alle zerstören. Oder? Neue Flotte erstellen. Flotte aufteilen. Okay. Ja. Fehlt den ausgewählten Flotten zu einem bestimmten Ort zu fliegen, ne? Ja, das ist ja jetzt so okay. The Leaders tab lets us hire, dismiss, and assign idle governors, scientists, admirals, and generals. Ja, das wollte ich eigentlich nicht. Okay, haben wir die jetzt aufgeteilt? Ja, wir haben jetzt erste und zweite. Zum Aufteilen dieser Flotte klicken. Fragezeichen. Die Hälfte der Flotte wird eine neue Flotte. Ah, okay, das splittet das genau in 1:1 auf. Naja. Ja, ob das so günstig ist von der Organisation her. So, ich habe jetzt drei Flotten aus der einen gemacht. Ja, das ruckelt teilweise schon. Also einfach von dem Interface her. Wenn ich da was anklicke. Ist auch hier, sobald was in den Bildschirm reinkommt, ist der im Hängen. Was schon etwas uncool ist. Was ich jetzt vorhatte, war, dass ich... Man kann, glaube ich, auch Befehle queuen. Ich weiß aber jetzt nicht genau mit... Wenn ich jetzt den... Okay. Zuerst dahin. Dann Steuerung. Nein. Alt. Nein. Shift. Jawohl. Wir machen ausweichend, das heißt, der erkundet jetzt diese vier Sachen. Und wenn er auf irgendwas trifft, dann fliegt er halt wieder zurück. Und dasselbe machen wir jetzt hier auch. Und mit dem auch. Die können in den Systemen noch nichts surveyen. Die sind jetzt nur da, um zu gucken, sind da Gegner? Und wenn da Gegner sind, dann weiß ich auf jeden Fall fürs nächste Mal Bescheid. Und ich kann auch schon sehen, welche Planeten da, glaube ich, drin sind. Also theoretisch kann ich da auch nochmal hinfliegen. Gucken wir dann, wenn die wieder idle sind. Das kann man ja hier an dem Symbol sehen, wie es denen da gerade geht. Und damit hätte ich jetzt meine ganzen Schiffe losgeschickt. Und als nächstes stünden dann die Forschungen und die Ressourcen an. Und da ich weiß, dass das Erklären davon eine ganze Weile dauern würde. Capital of our empire. The planet summary screen, which we are currently looking at, provides an overview of the planet's important statistics. Genau. Wälderbewohner, nicht erneut anzeigen. Da würde ich sagen, das gucken wir uns alles beim nächsten Mal an. Reich
Admiräle, da kann man jetzt Leute rekrutieren, Fraktionen. The Factions tab provides an overview of the populace's political groupings and allows us to hear their demands and interact with them. Ja, auch das, da kommen wir dann auch beim nächsten Mal zu. Ich überlege gerade, was man jetzt noch kurz erwähnen könnte. Suche, das ist auch ganz cool. Hier kann man direkt einen Namen eingeben, wie beispielsweise, wir suchen jetzt Isius. Ja? Isius. Dann würden wir sofort das angezeigt bekommen und dann würden wir in das System springen können. Geiles, cooles Feature. Multiplayer-Chat. Hilfe. Okay, da lädt eine Art Wiki ein. Okay, ist auch ganz praktisch. Und hier oben könnte man natürlich die Zeit schneller und langsamer machen. Aber ich würde sagen, dabei lassen wir es erstmal. Und Forschungsschiff. Was das hier genau ist, weiß ich nicht. Da müssen wir nachher beim nächsten Mal gucken. Also, damit belasse ich es erstmal. Beim nächsten Mal schauen wir uns dann den Planeten an, die Ressourcen, die Herrscher und werden wahrscheinlich die ersten Forschungsprojekte uns angucken. Ist natürlich jetzt hier viel auf einmal und weil ich das nicht einfach mal drauf losspiele und dann nach und nach die Sachen gezeigt habe, aber ich denke mal, so haben wir das dann hinter uns. Beim nächsten Mal schauen wir uns die anderen Basics dann noch an. Also, bis denn!